So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben. Und nun sind wir wieder dabei zu leveln, beziehungsweise halt auch ein paar Nebenquests zu erledigen. Und ja. Das machen wir jetzt in diesem Part. Ich versuche jetzt hier heute mit dem Notfall quasi so fertig zu werden. Wenn es irgendwie geht. Wenn nicht, dann ist das so. Aber wir versuchen es dennoch. Oh, ich entschuldige mich jetzt schon, weil ich bin doch leicht müde. Ich versuche, dass ich den Part noch durchziehe. Ich kann aber natürlich nur nichts weiter sprechen. Eigentlich wollte ich heute relativ viel schaffen noch. Aber ich bin doch noch ein bisschen groggy von gestern. Ja, gestern haben wir das erste Mal wieder zumindest zu zweit. Also wir haben zu zweit eine Party gefeiert. Und dann bin ich auch so ein bisschen K.O. von. Oder weil ich halt auch nur 4 Stunden geschlafen habe. Das ist ja noch dazu gesagt. Und ja. Deswegen bin ich da etwas, ja, groggy. So, 3 Stück brauchen wir noch. Das Problem ist, ich muss mich halt eigentlich irgendwie mal anders hinsetzen. Irgendwie. Wie wird das heute nichts? Naja, mal gucken, wie lange wir es noch machen. Okay, so. Doch nach da hinten müssen wir einmal. Weil hier diese leuchtenden Pilze. Sind aber nicht die leuchtenden Pilze, die wir brauchen. Gummi, hier machen wir einmal ganz gut mit. Sollten wir ja hinkriegen. Rein theoretisch. Zumindest steigen wir dann auch im Level auf. Da ist noch jemand. Aber die Person greift tatsächlich nicht hiermit ein. Ich glaube, ich werde es nicht überleben.
Gott. So. Noch mal ein bisschen Zeit aufgeholt. Zeit gut gemacht. Wobei ich dennoch hier sterben werde. Jupp. Ja, schade. Schade, 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 schade. Passiert. Er konnte mir jetzt aber leider auch nicht mehr hochhalten. Ja, jetzt. Problem ist, ich muss mich jetzt aber wieder zurückporten. Nein. Zurückporten. Oh, meine neue Gridania. Schlimmste ist halt, dass jetzt die Punkte verloren sind, ne? Das ist ja ganz umsonst mit gemischt. Das ist eigentlich das Schlimmste. Naja. 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 So. Müssen wir jetzt mal uns wieder beeilen. Also, was ist beeilen? Wird da wieder hinlaufen. Das kann sich ja so wieder um Stunden handeln. Ah, oh, dass ich auch ausgerechnet sterben musste, ey. Ist mies. Naja, was soll's? Dann laufen wir da erstmal wieder zu der einen Ecke hin. Und dann schauen wir. Dann schauen wir mal. Von mir anderen haben wir halt schön abgesahnt. Das ist unfair. Nee, passiert. Gott, sie guckt immer so grimmig, wenn sie läuft. Ich muss genau hier in die Ecke. Die andere Richtung wäre jetzt einfach sinnfrei. Na, jetzt fliegen können, das wäre schön. Aber das passiert leider erst ganz, ganz spät. Ganz, 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 ganz spät. So, die Leuchtepilz haben wir. Das Gute ist, wir steigen Gott sei Dank eh gleich auf 10 auf. Müssen wir nur erstmal gucken, mit welcher Klasse wir dann erstmal weitermachen. Dann haben wir dann ja auch die ganzen Klassenquests. Aber wie gesagt, da mache ich dann extra Parts wieder für. Erstmal alles auf 15 kriegen. Dann kümmern wir uns um die Klassenquests. Nicht schlecht, du hast Talent. Du hast dir mein Vertrauen verdient und es würde mich freuen, wenn du für mich arbeiten würdest. Stufe 10. Sehr gut. Stolpervater. Kannst du zum Hagebaum gehen und nach dem Rechten sehen? Der Hagebaum ist ein heiliger Baum, der seit alters her den Wald beschützt. In letzter Zeit jedoch wurde in seiner Umgebung häufig Xal gesichtet. Wer weiß, was sie im Schilde führen. Es wäre eine Katastrophe, wenn sie den Hagebaum beschädigen. Der Hagebaum steht südöstlich von hier. Sieh nach, ob er schon beschädigt wurde und falls du Xer begegnest, dann teile ihnen eine Lektion.
Ixa sind ein kriegerisches Volk. Bereite dich gut vor und sei auf alles gefasst. So. Wir haben Stolperfalle bekommen. Sie erleidet Betäubung. Auch nett. So, du kriegst die gleiche Ausrüstung. Ja, es ist wie gesagt die Frage. Machen wir erstmal mit der Pike weiter. Wenn nee, ich glaube, ich würde sagen, wir machen erstmal mit unserem Heiler. Dann haben wir nämlich, wie gesagt, auch den Heiler fertig. Hast du den Leuchtepilz gefunden? Yep, haben wir. Ah, schau dir nur diesen Glanz an. Perfekt, damit werde ich ein wirksames Heilmittel für die Kettenseuche mischen können. Um deine nächste Frage vorwegzunehmen, die Kettenseuche ist eine tödliche Plage, die einst die Hyram-Bevölkerung von Gridane dezimiert hat. Inzwischen können wir jedoch ein Heilmittel brauchen, wodurch Infizierte nicht mehr an der Seuche sterben. Daher kann es nicht schaden, einen Vorrat von dieser Medizin anzulegen. Im Gegensatz zu den Stadtbewohnern können wir hier draußen in Mühlenheim nicht immer mit der Hilfe der Druiden rechnen. Nofika sei Dank für wandernde Abenteurer. Ju. Denn es wäre ja jetzt quasi mit am besten, tatsächlich, sage ich jetzt einfach mal so, wenn wir den Heiler als nächstes auf 15 kriegen. Dann hätten wir halt ein ja, Heiler, wir hätten einen Tank. Sozusagen erst einmal. Ja gut. DDs haben wir mehr als genug. Daran tut sich Japan. Deswegen gib ihm. Oder bist du hier wieder? Hast du die Mikrotschublätter besorgt? Ja, hier. Mal sehen. Ja, das sind 4. Schnupper. Aber was für ein wunderbarer Duft. Hoffentlich hast du nicht mehr Mikrotschublätter gesammelt, als ich gesagt habe. Der Wald versorgt uns wirklich mit allem. Wir dürfen niemals mehr nehmen, als wir wirklich brauchen. Um nicht zu verschwenden, besorgen wir alle Zutaten immer dann, wenn wir sie brauchen. Und nur bescheidenen Mengen. Ach, du solltest dich daran halten, um die Gebieter hier nicht zu verärgern. Mein eigener Sohn ist da manchmal etwas nachlässig. Neulich hat er sich doch tatsächlich mit Freunden eine Schacht geliefert, bei der sie sich mit Mutui-Bohnen beworfen haben. Da wollte ich ihnen natürlich den Wim Höhen heiß machen, aber ich habe es nicht übers Herz gebracht. Es sind ja noch Kinder. Ich glaube, er hat von selbst eingesehen, dass es nicht richtig war, denn gestern kam er an und hat mir freiwillig beim Kochen geholfen. Ach, er ist ja so ein braver Junge. Ja. Genau. Ein braver Junge. So. Okay. Dann haben wir hier noch einen Auftrag, den wir jetzt noch schnell erledigen. Dann können wir auch das alles abgeben. Ich glaube, das meiste hiervon ist jetzt im Ostwald. Ja, nee, das ist ein bisschen ruhig für gerade nicht. Ich habe gerade kein Interesse an euch. Und zwar so wirklich nicht. Ah, das ist der Baum. Okay. Natürlich greifen auch die Xal an. Aber nur einer. Einer geht ja. So. Noch jemand? Ne? Gut. Umso besser. Umso besser. Es ist halt echt hart, so alle Klassen auf 15 zu kriegen.
Vor allem, wir machen das halt schon, obwohl wir halt noch nicht so weit sind, dass wir in die eine Uni gehen können. Obwohl wir halt bei der Uni direkt dran sind. Es dauert nicht mehr lange. Du hast den X eine Lektion erteilt? Sehr gut. Die werden sich so schnell nicht mehr in der Nähe des Horgebombs blicken lassen. Aber ganz werden sie sich niemals verscheuchen lassen. Dafür ist ihr Hass zu groß. Einst lebten sie im Wald der Einkehr, doch sie waren der Natur gegenüber respektlos und wurden deshalb von den Gebietern vertrieben. Ihren daraus resultierenden Hass projizieren sie auf die Bewohner von Gridania, die sich nach ihnen hier niederließen. Sei also auf der Hut, wenn du X-Ray begegnest. Du hast eine große Tat verbracht. Für eine Abenteurerin wie dich gibt es hier sicher noch viel zu tun. Oh ja, eine Quest haben wir auf jeden Fall wieder. Tada. Ein diebischer Verehrer. Entschuldigung, bist du die Antoine, die von Edbard in den höchsten Tönen gelobt wird? Dann möchte ich dich gerne um Hilfe bitten. In letzter Zeit erhalte ich ständig Geschenke, Haarschmuck, Taschen und solche Dinge. Das allein wäre kein Grund, sich zu beklagen, aber irgendwie hatte ich von Anfang an ein mulmiges Gefühl bei der Sache. Also habe ich mich umgehört und zu meinem Schrecken herausgefunden, dass es sich bei den Geschenken um Diebesgut des stadtbekannten Räubers Eilbert handelt. Aber ich kenne diesen Eilbert nur vom Hörensagen und weiß beim besten Willen nicht, was er mit mir zu schaffen hat. Doch neulich hat mir ein Händler eine Nachricht von diesem Halunken überbracht. Die Nachricht lautete: Meine liebe Emeria, bitte erlaubt mir, dir persönlich ein besonderes Geschenk zu überreichen. Ich erwarte dich an dem Hain im Südosten. Wie soll ich darauf bloß reagieren? Ich traue mich nicht zu ihm. Aber wer weiß, was dieser ruchlose Verbrecher tut, wenn ich seine Nachricht ignoriere. Kannst du nicht an meiner Stadt zum Hain gehen und mit Eilbert sprechen? Bitte mach ihm klar, dass er mich in Ruhe lassen soll. Jetzt dürfen wir da wieder in Eiern. Dass die Leute nichts Besseres zu tun haben. Oh, hier Mokri. Ist das Fisch? Wobei ich ja die Hoffnung hatte, dass wir den anderen kriegen. Aber naja. Man kriegt halt nicht immer das, was man möchte. Da müssen wir hin. Einmal wieder falsch gelaufen. Huch, nee, das da ist meiner. Huch, das da ist meiner. Das da. Weißt du, das verstehe ich ja nicht. Ich klicke die ganze Zeit auf den Typen hier drauf. Durchgehend. Und wen greife ich an? Sein Quatschgenäh. Ich verstehe das manchmal nicht. Also noch genauer kann ich nicht klicken als auf die Person selber. Unglaublich. Naja. Er wollte nicht auf dich hören, nicht wahr? Ist er durchgedreht? Ein Brief für mich? Meine liebste Emeria, bitte verzeih mir, falls ich dich mit meinen Geschenken in Verlegenheit gebracht haben sollte. Ich hoffe sehr, dass sie dir gefallen. Seit ich gesehen habe, zu was für einer wundervollen Frau du herangewachsen bist, denke ich nur noch daran, wie ich dich glücklich machen kann. Tatsächlich möchte ich dich nicht aus dem Verborgenen bewundern, sondern im Mühlenheim zusammen mit dir leben. Dort könnten wir deine geliebten Kamelien pflanzen und uns gemeinsam in ihren weißen Blüten erfreuen. Doch dieser Traum wird niemals wahr werden. Ich bin ein gesuchter Verbrecher und werde keine Gnade finden. Hoffentlich kannst zumindest du mir vergeben, falls ich dir damit nicht zu nahe trete, werde ich dir wieder schreiben, dein Eilbert. Danke, dass du mir Eilberts Brief gebracht hast. Jetzt verstehe ich, dass diese Worte ein besonderes Geschenk von ihm an mich sind. Aber woher kennt er meine Lieblingsblumen? Eilbert, dunkel erinnere ich mich an den Namen an meine Kindheit. Doch nein, das kann nicht sein. Auf jeden Fall müssen wir seine geklauten Geschenke an die rechtmäßigen Besitzer zurückgeben. Vielleicht werden Alberts Sünden dadurch etwas leichter wiegen. Tust du mir den Gefallen und richtest das Mijun in Gridania aus? Bei ihrem Hexenstübchen kommt früher oder später jeder vorbei und sie weiß sicher Rat. Bup. So. Also, das Ding nach Gridania bringen.
Das ist schon mal gut. Um das Leveln jetzt natürlich zu verschnellen, geht es einmal für uns in den Ostwald. Gott sei Dank habe ich den Teleport schon freigeschaltet. Ihr könnt ja mal sehen. Ich war fleißig. Im Ostwald brauchen wir Gott sei Dank noch keine Quests machen. Da geht es dann gewohnt weiter, wenn wir fertig sind mit Leveln. Das ist doch gut. Doch, bis 2023 ist das auch doch gut. Warte mal. Okay. Weil für das Bestiarium ist das halt sehr sinnvoll, das jetzt hier so zu machen. Wir können dann für die letzten Level gleich auch noch Freibriefe machen. Aber es ist halt sehr, sehr sinnvoll, das hier zu tun. Hier wollen wir mal Baumschnecken. Baumschnecken. Ihr süßen kleinen Baumschnecken. Es ist halt auch nicht ganz so einfach, ne? Sei mal dazu gesagt. Da sind Baumschnecken. Wie gesagt, ich hätte euch gern das komplette Level einmal erspart, aber ich konnte euch jetzt halt wirklich nur so ein paar Level vom Waldläufer und Pikmin ersparen. Seid froh, dass ihr das nicht alles noch mit ansehen musstet. Aber es gehört nun mal dazu. Und da wir halt jede Klasse spielen wollen, ich möchte euch, dadurch, dass wir die Möglichkeit hier in dem Spiel haben, möchte ich euch halt auch wirklich jede Klasse zeigen. Ich kann nicht jede Klasse erklären, das habe ich schon mal dazu gesagt. Viele Klasse werde ich neu mit euch erleben, weil ich sie selber noch nie groß gespielt habe, aktiv. Und hier, ja, spielen wir halt bis 15 erstmal jede Klasse, außer die höherrangigen. Müssen wir dann später mal gucken. Aber ansonsten denke ich, wird das auf jeden Fall sehr interessant. Und vielleicht lerne ich die Klasse dadurch ja jetzt auch endlich mal richtig. So, das Gute ist, es gibt am Ende 10.000 Vergütung. Danke. Sehr lieb, sehr nett. Baumkronenbussard. Okay, Baumkronenbussard sind im tiefen Wald. Tapgeier. Die braucht aber keiner scheinbar. Ne. Machen wir aber trotzdem mal mit den Feld. Weil dadurch kriegen wir dann ja auch noch mal ein Level ab. Also nicht jetzt unbedingt. Na, wobei. Wir könnten auch ein Level ab noch kriegen. Das Gute ist, dass ich mich diesmal wenigstens selbst heilen kann.
Ihr süßen kleinen Klappgeier, könntet ihr da einfach aufhören, auf mir rumzuhacken? Ah, unser Bonus ist aufgebraucht. Naja. Und das ist halt so wild. Ich glaube, einer ist es noch. Juhu, Level 11. Das ist sehr geil. Leuchtkäfer Mandragoras brauche ich. Die Mandragoras, weiß ich, wo die sind. Da kommen wir ganz einfach hin. Bei hier hin. Wie viele brauchten wir von den Mandragoras? 3. Mein Dragora will nicht sterben. Jetzt. So. Und das Ganze jetzt auch zweimal. Also das hier und noch einmal. Ich freue mich später auf einen Zauber, mit dem das Ganze dann kein Problem mehr wäre. Aber soweit müssen wir erstmal kommen. Ich glaube, den gibt es auch erst ab 50. Den Zauber. Wie so viele gute Sachen. Na, selber noch mal ein. Ich glaube, dann hätten wir sogar schon so viel zusammen, dass nur 1000 fehlen. Für Level 12. Aber ihr merkt, das dauert halt wirklich ewig. Ich kann jetzt mal kurz gucken. Mandragora bräuchte ich dann gleich auch nochmal. Ja, kann ich ja gleich eine große, große Sparte machen. Also auch nur mit den anderen Klassen. Und das, was wie gesagt fehlt, das machen wir dann hinterher mit Freibriefen und Klassenquest weg. So. Dann einmal Mandragora. Einmal. Und jetzt als Pignier auch nochmal. Weil es ja nicht schon spaßig genug war. Jetzt hat doch für den Picken, hier waren es auch dreimal. Ja. Oh Gott.
Wir werden bis ans Lebensende unser Bestiarium fertig machen. Eine Mammutaufgabe. Nicht alle Mounts kriegen, sondern das Bestiarium fertig kriegen. Aber ich muss dazu sagen, desto mehr wir halt auch so machen, desto schneller kommen wir im Endeffekt dann irgendwann auch auf 80. Da ist schon mal so dazu gesagt. Also auch wenn wir jetzt hier die ganzen Nebenquests machen und mit verschiedenen Klassen dann halt Hauptstory. Wir kommen relativ schnell dann auf 80. Nicht mit allen Klassen. Also, ganz, ich glaube, recht ausgewogen. Danke. Baumschratableger. Baumkronenbusser, Wald. Wildschweinchen. Die sind da hinten. Aber wir wollten jetzt den Druiden machen, ne? Rüsselkäfer. Okay, der Rüsselkäfer wird aber wirklich noch zu stark sein. Okay, wir gehen einmal in den tiefen Wald. Und holen uns da nochmal die letzten weg. Wir machen den Part jetzt auch ein bisschen länger. So. Wir könnten eigentlich auch jetzt schon direkt das machen, oder? Freibriefe. Mitunter zumindest. Mitunter Freibriefe. Wir holen uns zumindest mal welche. Hallöchen. Gefechtserlasse. Ja, wir nehmen einfach erstmal alle an. Und gucken einmal, wo die sind. Sind die hier hinten? Zumindest einer von. Die anderen sind. Bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich wissen will. Okay, Schokobuschreck ist halt hier, ne? Ja, wir müssen gewonnen, um Monster zu enttarnen. Okay. Ja, mal gucken. Jetzt den Wasserexagon. Wasserexagon. Achso, und wenn wir dann die sechs Essenzen haben, dann können wir so andere Viecher hier enttarnen. Okay. Nein, das war der falsche Zauber. Ja gut, aber das hier sind halt die Freibriefe. Ist ja so das erste Mal, dass wir aktiv Freibriefe machen. Fällt mir gerade nur so auf. Wir haben hier bis jetzt immer nur welche freigeschaltet. Und du bist auch eins. So, dann haben wir nämlich die Gauner-Impfzimmer schon fertig. Ich weiß halt nicht, wie lange das jetzt hier mit den Dingern dauert. Aber Baumschrattableger müsste es hier irgendwo auch geben. Fällt mir gerade mal so ein. Bei manchen Sachen weiß ich ja Gott sei Dank, wo sie sind. Nein, noch möchte ich nicht.
möchte jetzt mal zu meiner Mückenplage. Geht 1300. Geht 1300 kriegt man dafür. Das kann aber auch Ewigkeiten dauern. Assmücken-Eierbeutel. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir einfach nur die Viecher töten müssen. Eins. Die nächsten Assmücken. Es gibt halt so verschiedene Arten, wie man dann später leveln kann. Es gibt auch eine Instanz später, die man dann ab Level 1 quasi betreten kann. Wo man dann halt auch recht schnell Level-Ups bekommt. Problem ist da halt, ich selber finde das persönlich überhaupt nicht cool, das ganze Ding. Es ist praktischer, dass es das gibt für die Leute, die das halt wirklich mögen. Die damit klarkommen. Ich selber bin halt wirklich so. Sag mir. Oh, nee. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Palast der Toten heißt das Ding. Da gehen hier verdammt viele Leute rein, um dann halt zu leveln. Wobei ich finde, dass es halt auch nicht so viel bringt. Ist meine persönliche Meinung. Aus irgendeinem Grund sind die Dateien wieder so riesig. Also ich glaube, mein PC hasst mich heute. Ich guck gerade mal. Oh ja. Leute, eine Fahrt war. Na gut, okay, das waren 8 Minuten. Ich muss gerade mal gucken. Es geht halt früher, ne? Die anderen Parts waren so zwischen 11, 21, jetzt zwischen 11 und 25. Der Part jetzt hier hat 31 GB. Ist schon heftig, ist schon heftig. Aber nun gut. Muss ich dann halt gleich rüberpacken nach diesem Part, bevor ich dann noch einen mache. Ich möchte euch das halt auch nicht vorenthalten. Sagen wir es so. Ich habe ja gesagt, ich will hier alles zu 100% machen. Das reicht schon, dass ich vorhin halt das Bestiarium teilweise allein gemacht habe. Aber wie gesagt, ich habe halt keine Nebenquests gemacht, gar nichts. Ich habe halt wirklich nur stumpf dieses Bestiarium da abgearbeitet. Und das war halt auch ein bisschen, um euch ein klein wenig zu entlasten. Damit ihr euch das nicht die ganze Zeit antun müsst. Ich habe euch also so ein paar Level. Paar Level gespart. Ja, euch brauche ich. Warum auch immer mich das eine. Wie ich da angreife, brauche ich das für irgendwas? Weiß es nicht. Ich weiß halt nicht, wofür ich das Viech bräuchte gerade.
Ja, komm schon. Stirb doch! So. Gut, wir brauchen aber immer noch zwei Stechmücken. Von der einen haben wir eben nichts bekommen. Das ist schade. Sehr schade. Okay, jetzt ist nur noch einer. Gott sei Dank. Danach mache ich aber auch den Part erstmal. Ich muss dann halt wirklich erstmal die anderen Parts rüberziehen. Vielleicht mache ich in der Zeit, wie das rüberzieht, also jetzt von der einen auf die andere Festplatte übergeht. Vielleicht mache ich in der Zeit noch. Speziarium. Dann spart ihr euch da wieder ein bisschen was. Ich selber muss ja trotzdem machen. Wie gesagt, das ist halt egal, ob wir es jetzt machen oder ob wir es dann halt in einigen Wochen erst gemacht hätten. Jetzt haben wir es dann halt einfach weg. Wir brauchen uns dann erstmal nicht mehr ums Level zu kümmern. Mein MP ging aber langsam hier. Gott sei Dank. So. Okay, die sind trotzdem da hinten. Wir geben das einfach mal ganz kurz ab. Beides. Nehmen wir jetzt auch nochmal ganz schnell. Hallo, Freibrief. Meine Belohnung. Ja, ja, ja. So. Wir nehmen natürlich wieder alles an. Wir werden hier auch noch sammeln. Fertigung. Das können wir aber halt alles noch nicht machen. So, damit haben wir Stufe 12. Und das ist so eigentlich schon ganz gut. Und wie gesagt, wir machen dann hier einfach beim nächsten Mal weiter. Ciao!